Hallo und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute habe ich mir wieder reichlich Unterstützung mitgebracht. Und zwar habe ich mir anstatt einen zwei starke Kerle geangelt, die mit mir durch die Prärie fahren wollen. Nein, eigentlich nur durch Amerika. Aber das wird, glaube ich, schon schwieriger als gedacht. Viel Spaß damit! So, Jungs, können wir jetzt hier zusammenfahren? Wird das heute noch mal was? Wenn ich drin bleibe, ich weiß es ja nicht. Shit. Wo sind wir denn hier? Los Angeles nach Kingman. Frag mich nicht, wo. Achso, doch, kann ich mir noch angucken. Das ist in Arizona. Also von. Aber wir wollten doch Idaho fahren, weil da irgendwelche Sehenswürdigkeiten sind. Nein, wie viel Geld bringt das? Also, ja, das ist das Höchste. Also es gibt 13.650. Lass uns das erstmal machen, dann ein bisschen ein Feeling dafür. Wir haben ja alles, ne? Wir können ja überall hin. Weiß ich nicht. Ist richtig. Naja, ja. Texas und so nicht, aber. Texas habe ich auch nicht. Hast du auch nicht. Das ist aber nicht Texas. Also, nee, das ist ja Kalifornien, ne? Ja, ja, das Kalifornien haben wir. Ja. Mach jetzt. Lass ab dafür, sonst gehe ich auf Toilette. Ja, er lädt. Aha, Lars ist in Phoenix unterwegs. Wow, ich habe die schönen Sachen, die ich transportieren darf. Ach du Scheiße, wie komme ich hier raus? Moment. Ja, wer fährt denn jetzt ja, vor? Ja, ich fahre vor, aber ich muss erstmal Gas geben können. Ja. Ich bin noch nicht drin. Ja, du kommst, glaube ich, dann als letzter geladen, weil du ja an der gleichen Nein, Stelle du musst, hier kommst. Also pass auf, drück auf Gameplay ins Auftrag. Und dann musst du unten, drück da drauf. Nee, warte mal, stopp. Du musst die folgende Fähigkeit. Er muss erst eine hochwertige Fracht transportiert haben. Nein. Sonst kann er nicht, sonst kann er nicht mit uns fahren. Wieso muss der eine hochwertige. Was ist denn das für ein Quatsch? Das hast du doch auch nicht gemacht, oder? Doch, wir haben das zusammen gemacht. Ja, können wir ja nicht. Das muss er dann ja alleine machen. Ja. Ja, aber wo mache ich das? Ja, du musst einen Auftrag annehmen. Du musst da unten gucken. Gameplay, wartest du mal auf mich? Nee, kann ich ja nicht. Doch, ich fahr doch mit dir. Ja, aber du fährst so hinter mir. Ich bin ja extra langsam am Fahren die ganze Zeit. Aber was ist denn eine hochwertige Fracht? Das weiß ich nicht. Ich kann nur schnelle Aufträge auswählen. Also rechts hast du so Symbole. Da kannst du gucken, ob das ein Schwertransport ist oder ob das, keine Ahnung, was es da alles gibt. Aber hochwertige Fracht müsste eigentlich auch drin stehen. Aber ich verstehe nicht, warum du eine machen musst. Du Arschloch! Meine Bremsen sind scheiße. Warum fährst du mir jetzt einfach ins Auto rein? Du Vollpfosten. Oh. Der sieht doch, dass ich hier um die Ecke fahre. Und dann kann der Idiot nicht bremsen oder was? Ich hab gebremst, aber das ging nicht schnell genug. Was macht der denn jetzt? Ist der dumm? Ja, dann fahr! Alter, blockier mir hier nicht meine... Ey! Was war denn das für ein Spacken? Das erste Mal mit LKW gefahren, oder was? Oder brauche ich erst einen eigenen LKW? Nein, hab ich doch auch nicht. Wieso kommt mein LKW jetzt nicht mehr nach geradeaus vorwärts? Du musst aber wahrscheinlich einen Auftrag einmal erledigt haben, einen Fernauftrag. Ist der jetzt gerade in mich reingefahren? Fernauftrag. Was ist ein Fernauftrag? Du keine Ahnung. Das weiß ich. Ja, einer, der über eine längere Strecke geht, über einen Highway, glaube ich, oder so. Ja, nee, ich glaube, da hätten wir links gemusst. Ja, geil. Das ist ja super eingezeichnet hier. Geil. Du kannst gern links fahren. Ich bin ein bisschen. Ich mache eine größere Strecke. Ich wollte mir noch einen Kaffee holen. Jetzt kommen hier heute die ganzen Ecken an. Nee, der kommt mir nicht entgegen. Mach jetzt einfach mal den, Alter. Das weiß ich. Wie Kollisionsgebiet verlassen? Was? Ja, weil er wahrscheinlich jetzt das eigene ja, weil, fährt, oder? Wollte ich gerade sagen, weil du alleine fährst wahrscheinlich. Uff! Ich bin das nicht mehr gewohnt, dass die so schlecht bremsen. Oh, Alter, wie
Wie soll ich damit? Oh. Ey, ganz ehrlich, sowas will ich nicht in Wirklichkeit fahren. Warum nicht? Hast du mal geguckt, wie lange unsere LKWs sind? Ja, ist doch schön. Also einen Doppelten kriege ich noch hin, aber sowas will ich nicht. Also gerade so als Anfänger. Ich habe ja noch nie einen echten LKW gefahren, muss ich dazu sagen. Wobei, ich muss dazu auch sagen, dass sich meine Sicht ein bisschen anders geändert hat durch dieses Spiel. Ich habe mich sogar zuletzt dabei beobachtet, wie ich einen LKW-Fahrer vorgelassen habe, was ich sonst nie gemacht habe, ehrlich gesagt. Obwohl ich Vorfahrt hatte, damit er da besser drüber kam. Weißt du, weil ich ja weiß, wie scheiße das ist, wenn man da drüber fahren will. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Kollisionsfreies Gebiet betreten. Hä? Und wieder verlassen. Ach so, die Tankstelle meint er, oder was? Ach, hier ist ein Schiff. Oh, was ist das für ein... Ah, okay, er steht hier. Ich wollte dich nicht blockieren, tut mir leid, aber ich bin ein Schwertransport. Oh, was ist denn heute mit mir los? Ey, ja, sonst wo bist funktioniert du denn jetzt, so Gameplayerin? Ja, ich habe eine andere Strecke genommen. Ich habe mir doch gesagt, ich wollte mir noch einen Kaffee holen. Ich bin da, wo man links abbiegen sollte, bin ich nicht links abgebogen, weil mir zu spät angezeigt wurde, dass es da links ist. Das war irgendwie komisch im Navi. Da stand die nächste links und dann war ich daran vorbei und dann hat er gesagt, haha, du hättest da links gemusst. Dann habe ich gedacht, danke Navi, vielen Dank. So. Nein, nein, ich muss ja hier... Oh, das ist so scheiße mit den Ampeln, ne? Ich wäre jetzt bis zur Ampel gefahren, halt ständig mitten auf der Kreuzung und dann hätte ich da gebremst. Komm, fahr. Was sind 9 mph? Ich sag immer km/h, ist ja egal. Und der fährt nicht weiter. Nee, so ein Ding würde ich wirklich nicht fahren. Aber ihr habt jetzt Lenkrads angeklemmt, oder was? Nein. Nee, das muss ich noch einstellen hierfür. Also. Ich weiß auch nicht, ob man es damit fahren kann. Ich glaube, mit Lenkrad wäre das doch mal eine ganz andere Sache, Alter. Ja, es ist komplizierter. Wäre es, glaube ich, echt geil. Also mit Lenkrad bin ich Fernbus-Simulator was, glaube ich, gefahren. Und ich bin wirklich überall reingefahren. Mann, wer noch grün jetzt? Reicht ja auch nicht, dass ich mich schon in Real Life über andere Autofahrer und Ampeln aufregen muss. Jetzt auch noch im Spiel, Alter. Was mache ich hier eigentlich? Du wolltest unbedingt dieses Ganze holen, damit du mit uns ein Spiel spielen kannst, wo du dich nicht mehr aufregen musst. Wir hätten ja auch Geister jagen können, was ich viel schöner gefunden hätte. Das Ghostbusters-Spiel. Aber nein, ja, das wir wollen schon. Das kostet 14 Euro, da hätten wir so viel Spaß gehabt. Naja, das weiß ich noch nicht so, aber... Spiel ist ja gut, so mit geil. Euch Spaß ist halt schwierig, das stimmt. Das habe ich jetzt. Nee, das liegt nur an dir, Schatz. Nee. Guck mal, ich habe heute ganz viel Spaß gehabt im Star Wars Museum. Na, 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 na. Nein, das heißt Hit the Road Jack. Ich muss jetzt Country Musik anmachen. Ja, was ist denn hier eigentlich mit Radio, Alter? Kannst du anmachen. Können wir aber nicht hören. Ja, nein. Das war jetzt schon. Musikordner in deinen Dokumenten. Okay, dann wir können ja unsere eigene Musik machen. On the road again. Nein, ich dachte eher so an Hit the Road. Nein, 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 on the Don't road again. Don't come back no more, no more, no more. Hit the road, holen, Jack. No more. What you say? Ich kenne den anderen Text nicht mehr. Oh, baby, don't you treat me so weak? Oder was sagt der immer? Ich weiß, ich muss mir das nochmal anhören. Es ist... Hast du die Serie davon Country gesehen? Country roads take you home to the place I beloved. West Virginia. Mountain. Ich war hier schon total besoffen über zwei Spuren. Ich war hier gerade im Schlangenraum. Oh, ich muss hier ab. Ja, boah, viel Spaß, wenn du durch. Boah, aber musst. wirklich die Fallout-Mucke jetzt mal ballern lassen, Alter. Das ist geil, war das Spotify. Also. Was? Fallout-Mucke? Ja, die ganze klassische Fallout-Mucke, Alter. Country Roads und sowas.
Oh, ich habe sehr schöne Country-Sänger jetzt gefunden. Also nicht sehr schöne, aber sehr gute Country-Sänger gefunden. Warte, so. Ey, du Arsch, du hast gesehen, dass ich einen Blinker hatte. Busse und LKWs haben immer Vorfahrt. Und Kinder und Frauen. Vier Radius. Nee, das war woanders. Das war beim Parken. Nur auf dem Behindertenparkplatz darf ich mich nicht setzen. Obwohl, streng genommen, mit dem Ausweis meines Vaters könnte ich das auch. Oh, ich muss hier schon wieder ab. Right Lane, Music Exist, oder was stand da gerade? Exit Only. Ampel voraus und die Bremsen hier alle. Das geht so doch nicht. Das ist eine Falle. Jetzt fahr doch mal. Oh, ich komme mit 6 km/h, komme ich den Berg nicht hoch. Leute. Wie lang sind denn die Ampeln? Fahr doch einfach mal. Es tut mir leid, aber dieses Stoppschild muss ich jetzt überfahren. Ich kann hier nicht stoppen. Wenn ich jetzt stoppe, dann bleibt der Wagen hier. Dann kommt der gar nicht mehr hoch. Also. Ach, da ist noch ein Wagen dran. Oh Gott, ich war eins länger, als ich gedacht habe. Aber ich habe es geschafft, ohne anzuecken. Yeah. Hier wird gerade gebaut. Vielleicht kann man hier was holen. Ich habe zu viel Landschaftssimulator gefahren, glaube ich. Das wäre auch ein Spiel für dich, Fabian. Nee. Race Hamburgers, ja! Da kannst du farmen, da kannst du Tiere züchten, da kannst du alles machen. Und den Wuffi kaufen. Wie geht der Schaltmischer beim Controller an? Beim Controller. Oh, jetzt konnte ich. Jetzt bin ich auf der Gegenspur. Nach links oder rechts klicken war das, glaube ich. Ja, ich habe P gedrückt, das geht auch. Hier ist totales Sauwetter. Dann bist du auch hier in der Stadt jetzt. Ne, ich bin auf dem Highway, aber so Bergkönig hochgekrochen gerade. Du bist on the highway to hell. Das ist aber keine Country-Musik. Nein, aber du hast gesagt, das ist Sauwetter. Also bist du auf dem Highway der Hölle. Dann müsstest du on the road again wieder singen. Ich kann nur hit the road, Chick. Oh, 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 nein, ich kann nicht so gut bremsen mit dem. Oh, scheiße, scheiße. Außerdem ist es hier sauglatt. Hier ist es überall am Regnen. Nein, komm mir nicht auf die Spur. Brems, Junge. Wenn ich wegen dir jetzt nochmal einen Unfall habe. Martin, Mama. Pain is the real. Oh, ich muss hier ab. In the trees. Diese beschissenen Autofahrer, beziehungsweise die LKW-Fahrer sind am schlimmsten hier. Die bremsen, sodass du denkst, die bremsen, damit ich hier durchkomme und bremst doch mal und keinen Unfall baue. Und dann in dem Moment, wo du Gas gibst, die warten dann, bis du ein bisschen Gas gegeben hast und dann im nächsten Moment fahren die dann mit Vollgas an dir vorbei. Oh, was ist mit meinem Anhänger? Hat nicht... Okay. Also mein Ding hört sich an, als wenn er auseinanderfällt gleich. Deswegen habe ich das vom Ton ein bisschen umgestellt. Du hörst zwar die Beschleunigung und alles noch, aber du hörst das nicht mehr so extrem, so eklig irgendwie, wie das im Original ist. Ich habe das, glaube ich, auf 70% oder so runter. Alter, ich komme noch nicht mal auf 55, Alter. Was ist denn los? Ja, eigentlich müsstest du einen Schwertransport machen. Der ist nicht so schnell. Aber da du ja irgendwie nicht mit uns spielst... Ja, ich kann doch nicht. Was soll ich denn machen? Ja, ich weiß auch nicht mal, ob das hier der Auftrag ist, den ich machen soll, dass ich mit euch spielen kann. Irgendeinen Fernauftrag musst du machen. Na, da hat nichts von Fernauftrag gestanden. Ich fahre jetzt 5 Stunden. Naja, fahr mal. Ich habe auch noch 4 Stunden und 44 Minuten. Ich habe noch 5 Stunden und 42 Minuten. Ich habe mir zwischendurch einen Kaffee geholt. Ich muss hier gleich irgendwo wieder raus. Ich habe schon totale Schweißperlen auf der Stirn.
Country Road. Aber das schön, dass ihr mir zuhört. Das höre ich ja gerade. I belong West Virginia. Achso, ich hab meinen Linker aber noch an. Dieser Pisser! Du hast mir die Vorfahrt genommen. Hast du einen Unfall gebaut? Nee, ich wollte rüber und der überholt mich mit dem scheiß LKW noch vor der Ausfahrt und fährt rechts rüber einfach und schneidet mich. Was für ein Tempomat. Pisser, ey. Ja, ist halt realistisch, ne? Ja, ja. Ich meine, ich weiß ja, wie die LKW-Fahrer teilweise fahren, also... Ich habe keinen Kaffee mehr. Ich muss rausfahren zum Tankstelle, Kaffee trinken. Truck Lane. Ja, da musst du fahren, wenn du da nicht fährst. Real Life Kaffee oder im Spiel? Ich bin verrückt. Beides. Real Life und im Spiel ist der Errungenschaft, wenn du an der Tankstelle tankst und auch Kaffee. Tanken kostet dich nichts. Das sieht nur so aus. Das bezahlt deine Firma, die für die fährst. Ah, okay. Nee, das bezahlt also, du doch von deinem Geld. Kannst du dir auch einen Kaffee holen. Da musst du aber, du musst richtig parken, musst den Motor abstellen und musst, dann kannst du den Kaffee holen. Nee, das war doch in einem anderen Spiel, wo du aussteigen kannst. Nein, das war in dem. So. Kannst du ja auch aussteigen? Nein, das war in dem. Wir haben noch kein anderes gespielt. Nein, aber das andere, das hast du dir doch auch geholt. Dieses, wie hieß das nochmal? Alaska Truck irgendwas? Ja, aber da geht das, da, ist, da musst du sogar essen und trinken und richtig und alles und in der, überhaupt. Hallo, ich komme nicht über die 20. Was ist das für ein scheiß Berg hier? And I wonder. Bugs, LKW-Fahrer. Herzlich willkommen zu, was gucken wir uns immer an? The Voice. Oh Gott! Er hat schon wieder die Schilder mitgenommen, ich hör's. Ich hör's. I wonder how, I wonder why. Yesterday you talked about the blue, blue sky and all I that can I see. Can see. Just another lemon tree. And I wonder, wonder. Right. Up and down, turning around. Warum kennt der Lars das nicht? Ich kenne das, aber ich weigere mich, das. Oh, ich hab das perfekte Lied, Alter. Ja, ich muss dann immer daran denken, wie wir Ski gefahren sind, wo ich mir mein Knie ausgerenkt habe. Das war der Moment, der mein ganzes Leben bestimmt hat. Seitdem habe ich immer Schmerzen im Knie. Das kommt geil. Und jetzt sage ich dir besser nicht, dass ich den Idiotenhügel runtergefahren bin. I'm gonna be the man. Ja, ja, Johnny Depp in, wie hieß das nochmal? Wo er die Gabeln in die Brötchen reingesteckt hat und dann damit getanzt hat. Ach ja. Hat einen männlichen und weiblichen Namen. Ist ein ziemlich bekannter Film und ein ziemlich guter Film auch. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Ich kenn's aus How I Met Your Mother. Bin ich gerade am Suchen, aber habe ich da noch nicht gehört. More. And Trump. Also ich finde, überholst du mich? Ey, ich fahre hier gerade schon 48. Also ich hab's ja vorher immer nur mit der Tastatur gefahren. Das war irgendwie nicht so entspannt. Nee, mit Controller geht das super. Oder? Das Einzige, was mich nervt, ist ein bisschen das Vibrieren in der Hand von Controller. Ja, das kann ich bestimmt ausstellen. Ja, wie ist das eigentlich? Ist Rechtsfahrtgebot, Linksfahrtgebot, Mitfahrgebot? Ja, weiß man nicht. Alles Fahrgebot. Und du musst immer dabei singen. Immer dabei singen. Was hat der jetzt hier für Kunden? And I will walk 500 miles. So weit. Ach du Scheiße noch. Ich habe noch 3 Stunden und 10 Minuten. 3 Stunden. Perfekt noch. Ich schaff das. Ich überhole den PKW. Jetzt gib doch nicht Gas, Junge. Ich bin nicht gerade am Überholen. Ich bin jetzt in San Diego. Brems! Wo ist denn die Gameplayerin? Wie viel Zeit? Die versucht gerade verzweifelt einen PKW zu überholen. Ich kann gerade nicht, ich bin in der Kurve. Moment. Meinst, du kannst aber auch dein Navi 4 Stunden, 13 Minuten steht da noch. Jetzt bin ich rübergefahren, ohne zu blinken. Weil ich jetzt gerade darüber guckte. Bakersfield wäre hier rechts ab. Richtung Las Vegas fahre ich. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas.
Oh, ich bin gerade auf der Autobahnauffahrt gefahren. Upsi. Oh, man sollte sein Maximum nicht immer überschreiten. Aber ich bin halt ein Bleifuß, es tut mir leid. Ich fahre immer sicher, aber ich fahre schnell. Lockpick an sich ist cool, aber man sieht nicht so viel. Ja, was willst du denn noch sehen? Ja, Amerika. Ja, beim Euro Truck 2, da hast du diese Aussichtspunkte. Ich meine nur in Idaho, aber ich bin mir nicht sicher. Das will ich jetzt auch rauskriegen, wie man da hinkommt. Also, ob man da einen Auftrag kriegt, was ich nicht glaube, oder ob man da dann während des Auftrags irgendwo rausfahren kann zum Aussichtspunkt. Das mit der Waage hat ja leider nicht so gut geklappt. Mit dem Rausfahren und sich wiegen lassen. Oh, ich hab hier Heißluftballons. Und ich muss gleich ab. Moment. Hey! Kingman, das ist mein Ziel! Kingman! Da ist die Ausfahrt! Fährt mir der Spaß einfach rein, Alter. Ich war doch gar nicht in der Nähe. Ich muss mich wiegen lassen, sagt er mir. Ja, das hat bei mir nicht funktioniert. Guck mal, ob du das hinkriegst. Ich fahre ja einfach mal so über zwei Spuren drüber. Ist das schlimm? Ich habe zumindest schon keinen Unfall gehabt. Mit Steuerung hoch, also Pad-Dings hoch, kannst du Kamera umschalten auf Controller. Steuerung? Wie kommst du auf Steuerung hoch? Wiegestation aufsuchen, was? Ja, fahr da raus. Ja, aber wie gesagt, ich kann's nicht. Wo? Der LKW hat 166,999. Ja, was hast du denn da gemacht? Ich bin da reingefahren, bin stehen geblieben, bin noch ein Stück. Ja, das konnte ich nicht, das stand da nicht drin. Ja, das stand bei mir gerade und ich kann weiterfahren jetzt. Ja, toll, war das bei mir verbuggt oder was? Achso, ich muss ja raus. Okay, gut. Ich habe die Aufnahme doch hochgeladen, dann kannst du es doch sehen. Und ich hatte gerade den ganzen Konvoi überholt, ne? I'm still standing. Country Road. Halten Sie vorne auf der Waage, Windstopp. Taste drücken, Überprüfung. Ah. Ja, das kann man. Dann kommt LKW dann ein Gewicht. 65, vielen Dank für die Kooperation, gute Fahrt. Das gibt, glaube ich, eine Errungenschaft. Ich habe es ja nicht bekommen, weil Scheiß nicht funktioniert hat. Ja, du bist... Doofes Spiel. Du hast wahrscheinlich rückwärts auf der Waage gestanden. Nee, ich wollte tatsächlich nochmal zurückfahren, ob ich vielleicht woanders hin musste. Und dann war aber hinter mir noch ein LKW. Kam ich nicht zurück wegen diesen blöden Idioten. Hotel California. Was heißt das? Ich niedlich und freundlich, so tapfer, gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Fabian, weiter! Gummibären! Nein, Leben im Wald! Überall! Ich manipuliere einen vor Schreck! Nein, das heißt Leben im Wald unter Bäumen und Steinen in ihren Höhlen, da sind sie zu Hause. Und dann darfst du Gummibären gründen. ich mache jetzt CB-Funk. Heißer Bär auf dem Highway A12 in Richtung Westen ruft die geile Gameplayerin. Scharfes Gamer-Girl ist irgendwo gerade neben einem Call 800 Meter gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Mensch, Uschi! Nein, Uschi ist nicht mein Name. Der ist ähnlich, aber... Magdalena. Oh, Magdalena. Magdalena. Nein, warum bremsen die jetzt hier alle? Ihr Idioten. Ihr dürft hier doch nicht bremsen. Halt, warte. Ist das eine Wiegestation? Tut mir leid, wenn hinter mir jemand ist. Ich muss hier mal eben abbiegen. Wiegestation. Oh, lass es bitte jetzt funktionieren. Ich gehe sogar hinter dem, wenn es sein muss. Ich habe keine Ahnung. Aber davon ganz viel. Fahr, Alter. Ich will mich wiegen lassen. Obwohl, eigentlich will ich nicht. Da ist immer noch eine blöde Zahl. Warte.
Wir sind einigermaßen gerade drauf. So. Country Road, es wird dunkel. So, Moment. Ich bin in Kalifornien. Stopp hier! Ich trinke keinen Kaffee, sondern Bier. Na. Die halten hier an. Ich kann das wieder nicht machen. Oh Gott! Nein! Vollbremsung! Was machen die denn hier? Hallo, Reißverschluss. Da steht Stopp hier. Warum funktioniert der Kack bei mir nicht? Hier ist ein Unfall gewesen. Ich wäre fast in den Unfall reingefahren. Ne? Boah, dass man sich hier nicht umgucken kann in der Kamera, ist doch scheiße. Das sieht hier echt geil aus. Wo bin ich denn gerade? Da kriege ich den Chat mit. Also bei mir geht's nicht. Ich werde nicht gewogen. Wenn ich bei dem Stopp hier stehe, werde ich nicht gewogen. Es funktioniert nicht. Du musst einfach genau mit der Führer-Dings auf das Ding langsam fahren. Oh Gott. Bis die Anzeige kommt. Ja, aber die kam ja nicht. Ich habe Wiegestation, habe ich in grün. Scheiße, hier ist eine Tankstelle. Ich wollte doch nochmal was rausfahren. Ach, scheiße, ich bin aber überholen. Nee, das geht nicht mehr. Es kommt einfach nicht. Ich bin jetzt wieder zurückgefahren. Ich habe das Stopp hier, habe ich direkt auf meiner Höhe gehabt. Bist du auch bei Loaded reingefahren? Ich bin zwischen dem Häuschen oder was das war und dem Stopp hier. Der Pfeil ist nach rechts und ich stehe direkt hier an dem Pfeil. Da sieht man wenigstens was. Da. Kannst du nicht sehen, aber da. Ach so, da bist du rein. Ja, dann ist da aber eigentlich richtig. Ja, aber Stopp hier steht mit dem Pfeil nach rechts. Und wenn ich das mache, funktioniert das nicht. Es ist dunkel. Wie geht das Licht an nochmal? Scheiße, wie geht das Licht an? Sag mir mal schnell, wie das Licht anging. Zweimal L, glaube ich. Ja, zweimal L. Oh, ist das dunkel gewesen. Ding, gerade, warum ist das so dunkel? Oder ist das jetzt, weil ich Oversized habe oder so? Aber das hast du doch auch. Das kann doch eigentlich nicht sein. Es kann nur einen geben. Der Highlander. Ja, da gibt es ja bald einen neuen Film. Ich bin der Highlander. Ich fahre 67 Meilen. Hier darf ich aber nur 55 fahren. Also dabei geht's auch nicht. Ich versuche jetzt nochmal zurückzufahren. Aber da kam ja eben auch nichts mit. Express-Transporte. Indian Epi. Durch ganz Amerika. Fahren Sie mit uns. Und die Ladung kommt sicher und schnell ans Ziel. Ach, esst euch einfach. Schnell jetzt hier sicher. Ich bin jetzt in El Centro. Oh ja. Und ich bin sauer. Da kann ich schlafen. Die ist sauer, weil sie es nicht kann. Nein, weil bei mir nie dieser blöde Hinweis kommt. Dass sie es kann, oder was? Nein, dass ich gewogen bin. Uhrzeiten und so ein Scheißdreck. Ne, ich weiß es nicht. Also kam eigentlich noch nichts irgendwie bis jetzt. Hier ist ein Bettsymbol. Ja, du kannst aber nachten, weil du hast irgendwann Müdigkeitserscheinungen. Oh, aber der zeigt mir das dann hoffentlich an, ne? Ja, dass du so, ich glaube, die Augen zuklappst oder so, keine Ahnung. Also da steht drin, du kriegst dann so, ich habe es noch nie gehabt, Ermüdungserscheinungen. Ich nehme mal an, dass vielleicht alles dunkel wird kurz oder du die Augen zuklappst oder so. Weißt du, so ein Effekt wahrscheinlich. Okay. Ich hoffe auch in der Kamera, ich bin in einer anderen Kamera. Oh, was ist denn hier los? Hallo, sind die hier nachts noch am Arbeiten oder was? Jungs, wir haben 11:30, geht mal nach Hause. War noch 36 Minuten. Ich habe jetzt noch zwei Stunden, weil ich jetzt hier eine halbe Stunde an diesem blöden Wiegeding verplempert habe. 7 Minuten. Kannst nicht mal. Aber jetzt am Highway macht es echt Spaß, muss ich sagen. Verdammt. Ah, nee, du hast oben in deinem Navi so ein Bettsymbol. Ich glaube, wenn das voll ist oder leer. Ja, das ist so halb blau bei mir gerade. Ja, je nachdem, ob es voller wird, musst du schlafen oder wenn es leer ist, musst du schlafen. Also die Tankstelle geht leerer. Jetzt wäre es aber logisch. Ja, jetzt wäre es aber logisch, dass das dann voller werden würde, weil du ja müder wirst. Ne? Nee, voll ist wahrscheinlich, wenn du ausgeruht bist, oder?
macht irgendwie mehr Sinn, also jetzt in meinem Verständnis, oder? Mehr Sinn nicht, kommt auf die Sichtweise halt an. Doch, wie alles im Leben, wenn du dich auf den Kopf stellst, kann etwas mehr Sinn machen, als wenn du gerade stehst. Konfuzius sagte damals, wenn du nicht weiterkommst, ändere deine Sichtweise. Das heißt, nein, du musst hier nur ein Bier trinken oder zwei, dann kannst du mitreden, Fabian. Ich habe gerade einen Energy-Drink hier. Nee, ich habe auch ein Monster hier. Nee, ich wollte mal den von Red Bull da, diesen Winter, also die neue Winter Edition. Schmeckt oh, die ist super. Die ist super. Birne Helene. Birne Zimt. Birne Zimt ist super. Ja, die Kombination habe ich abgeschreckt. Ja, aber Red Bull kann irgendwie aber auch alles zusammen punchen, was irgendwie... Es klingt super weird, aber irgendwie schmeckt alles geil, Alter. Eins mochte ich nicht so. Also man konnte es trinken, aber eins mochte ich nicht so, muss ich sagen. Ich bin ja auch... Also ich muss dazu sagen, ich habe ein Problem mit Herzrasen. Was? Ich habe ein Problem mit Herzrasen. Das habe ich erst, seitdem ich damals übermäßig viel davon getrunken habe. Also so 2-3 pro Tag habe ich locker getrunken. Wie viel? 2-3 pro Tag. Habe ich locker getrunken. Hallo, warum bremsen die alle? Meine Bremsen! Alter! Lass den doch nicht rein! Mann, wenn der links ich fährt, bin dein kann... Colorado River! Oh. Mein Gott, willst du... Also, warte. Nee, da! Moin, Leute! Da war die Hupe. Kam jetzt 10 Minuten zu spät, aber Hauptsache, ich habe so eine Hupe. Oh Gott, ich habe meinen Motor ausgemacht. Nee! Mit meinem Fahrrad oder was? Ich wollte gerade ab, das ist der ich hab abgesattelt. Aber ich kann hier nochmal tanken. Hier ist eine Tanke, hier halte ich jetzt mal an. Und guck ja, mach das, mach das auf jeden Fall. Dazu gibt es auch eine Errungenschaft. Aber ich glaube, erst wenn die Runde vorbei ist. Es hat aber nur 15.000 Emergency, call 911. Warum steht das hier auf der Autobahn? Ach, ich weiß, was du machen musst. Du musst deine Fähigkeit auf Fernfahrten einmal leveln. Das musst du machen. Das geht aber auch, als wenn du was gemacht hast. Ja gut, er macht ja jetzt was. Oder eine Fahrt gemacht haben. Ja, aber du kannst das doch sonst auch machen, oder nicht? Nein. So. Ich hab schon 54.000 Dollar. 3,97 für einen Liter Diesel. Haben die diese noch, ey? Das ist eine Gallone, das ist schon klar. Ne? Eingabe oder Eingabe? Ach, die muss man gedrückt halten, das war's. Okay. Und wie kann ich jetzt einen Kaffee trinken? Ne, das musst du parken. Da musst du jetzt auf den Parkplatz da hinten fahren. Das will ich auch. Ich bin schon da, ich fahr schon Google eine das Eis. Es schmeckt und sie schlägt bei meinem Mais und du checkst, was das soll. Kann ich den Motor wieder machen, so. So, Behindertenparkplatz, ich bin behindert. So, und jetzt? Nein, da muss ich ja gleich wieder. Ich stehe jetzt auf dem Parkplatz, und jetzt? Muss man sich da auf den Parkplatz stellen? Jetzt muss da kommt ein Symbol, wenn du parkst. Also, du parkst auf dem Behindertenparkplatz, hallo? Ja. Das ist kein Parkplatz. Das gibt so LKW-Parkplätze, so breite, lange. Fahr mal zurück und fahr mal weiter das Ding weiter. Also, na, da ist aber kein Parkplatz. Da gibt es keine Parkplätze bei dem Ding. So, Eingabe? Nein, du hast den Kaffee geholt. Was ist kaputt? Ich hab meinen Kaffee. Oh. Ich hab meinen Kaffee. Kann ich hier wieder zurückfahren? Warum macht diese Scheiße so viel Spaß? Leck mich am Arsch, ich fahr hier nur rum. Das ist geil, ne? Das macht nein, stopp! Ich muss mir auch den Eurotax-Simulator installieren. Hol dir den Lenkrad. Ne, noch funktioniert das gut mit Controller, aber wenn ich hier lange bin, fahr. Und denk mal, das macht noch mehr Laune, wenn er richtig selber schallt ist und sowas und am Berg. Ja, fahren. Natürlich. Ist natürlich. Kann ich jetzt fahren oder ist das für mich noch rot? Ich bin verwirrt. Nee, du bist rot. Okay. Nee, der ist blau, so wie er sich anhört, aber. Ja, das kann sein, ja. Ich glaube, ich trinke mir noch einen Kaffee. Ich hole mir mal einen Relove-Kaffee eben. Weil das muss ich. Das ist ich habe hier mein Monster, das reicht wieder. Ich dachte gerade, ich habe hallo, nicht mehr an, Ampel! Ja, da sagst du was, Fabian. Da bin ich jetzt gerade auch wieder. Mach doch mal, ich hab doch keine Zeit. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Scheiße, ich hab meinen Dings nicht an hier. Sie schlägt dann mal Mais und du checkst, was das heißt. Warte mal, wo kann man denn das Radio einstellen?
Ja, im Menü. Aber das musst du selber machen. Du musst in den Dokumenten irgendwie deine Tracks ablegen. Ich habe mir jetzt einfach Spotify geöffnet. Ach so, ja, das mache ich jetzt auch. Ach, du machst dein eigenes Radio sozusagen, oder wie? Ja, ja. Das ist schon cool, aber man kann sich auch einfach Spotify öffnen, so. Ja, ich kann das ja nicht anmachen. Alter, ich stehe jetzt schon 5 Minuten an der scheiß Ampel, Digga. Boah, da ist wieder dieses mega hässliche Bild, das kennen wir doch. Das kennengelernt. Wenn jetzt irgendeiner von euch sehen würde, was ich hier gerade mache, ne? Dann wäre es vielleicht besser, vielleicht lustiger oder interessanter, sowas zu sagen. Ja, dann müsst ihr auch den Stream anmachen. Dann seht jeder jeden. Ja, aber wir können ja nicht alle in allen Streams drin sein. Doch, das zeigt ja dir alle an. Nee, echt jetzt? Aber das machen wir nicht. Nee, ich kann auch nicht mittendrin umschalten. Ja, aber ich will auch einen Stream sehen. Oh, ich hab Dolly Parton. Ich hab Powells Fahrt. 2 von 6, keine Ahnung, was das ist. Ich muss jetzt fahren. Du wartest jetzt, du Arschloch. Er muss fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Moin. Lieferung. Wirfst du jetzt Lieferung raus beim Fahren oder was machst du da gerade? So, jetzt nicht atmen. Das heißt ja eigentlich moin, wir haben 10 vor 12. Wann stehst du auf? Warum sehe ich jetzt meine... Oh, hier ist die Polizei. Nein, jetzt habe ich schon wieder... Hast du jetzt wieder ein Knöllchen bekommen? Nee, nein, ich habe schon wieder hier abgemacht. Also, einfach abgegeben. Egal. Abgegeben? Fortfahren. Gefahren, gut. Fernfahren. Da, freischalten. Ja, plus. Ach, du bist schon draußen. Ich dachte, du bist noch am Fahren. Ich habe jetzt einen in Fernfahren. Okay. Ich habe noch 17 Minuten. 17 Minuten, dann bin ich auch durch. Time to fahren. Ich habe 2 Mails. Benötigen Sie Geldmittel. Wir können helfen. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass Nein, du wirst dich nicht in die Schulden stürzen. Fahr erst mal ein bisschen. Danach kannst du immer noch abbezahlen. Örtliche Bankfiliale. Brandneue Kenwood. So. LKW. Ich blink schon mal. Ach so, das ist wirklich ein Abbieger. Okay. Viva Las Vegas. Ich kann nicht bremsen. Die Fähigkeitsentfernung legt die maximale Entfernung fest. Also, theoretisch könnten wir jetzt zusammenfahren. Hier ist eine Ampel. Ey, wie ist das eigentlich? Sollen wir nicht auswandern nach Amerika und machen so ein Trucker-Unternehmen auf und fahren dann da rum mit? Oh ja, aber wir müssen jemanden einstellen, der sich um die ganze Bürokratie kümmert. Ich will dann fahren, ich will dann nicht hier, ne? Ja, das will ich auch nicht. Ich will auch nicht die scheiß Buchhaltungskacke machen. Dafür rufen wir dann deinen Steuerberater an. Kann der das machen? Fernwartung von Deutschland aus? Alter, wird es hier nochmal grün? Hier ist keine Sau, weißt du? Sagst du gerade und dann fährt dir da einer fast in die Karre rein. Hallo, wo kommt ihr jetzt alle her? Oh, ich glaube, dass dahin... Ah ne, der wollte da abbiegen. Ich dachte gerade, sah mir so nach einem Epi aus. Na komm, komm. Oh, ich will nicht wissen, wie das hinten rum aussieht. Oh. Da sehe ich gar nichts. Das ist, glaube ich, gut so. Fahren einfach mal weiter. Wenn es kracht, noch einen Meter. Ich kann ja auch was leasen. Under New Owner. L und K. Ist das eigentlich Schleichwerbung? Gibt es die wirklich? Müsste man sich mal informieren. 116.000. Was denn für den Truck daraus? Ey, du Penner, du siehst, dass ich hier gerade im Fahren bin. Wo bin... So. Der ist geil. Der kostet aber noch mehr, ne? Was kostet Wo muss ich denn jetzt hier rum? Der. Nee, der andere da eben. Der. Nee, den schwarzen, den hat es da. Ach so, der ist geil, ja. 166.000. Wie viel PS? 405. Ja, das ist ja toll, dass der die Lieferung pünktlich erwartet. Jetzt mach mein Navi wieder an. Ich muss hier rein. Ja, genau! Lass aber das Auto wann kann man denn jetzt deine eigenen, also... Wenn du das Geld verdient hast dafür. Okay, und dann kann ich mir hier dann einkaufen. Oder du holst den Bankkredit und zahlst ihn ab. Ja, nee, nee. Okay. Aber dann kann ich hier einen kaufen und dann kann ich den auch ausstatten mit meinen Accessoires. Du kannst alles machen, wie du willst. Genau. Ja, und du zahlst dann, hast weniger
hast mehr Gewinn dadurch halt, ne, wenn ein eigenes. Ja, klar. Und ab da kannst du, glaube ich, auch dein Gebäude verändern. Das kannst du ja auch aufpimpen dann, ne? Dein Firmensitz. Aber das, genau, das muss ich gerade irgendwas. Oder habe ich das nicht? Die Frage ist jetzt. Ah, doch, hier, Garagenmanager. Aber kann ich doch nicht. Schatz, was hat der nochmal empfohlen, was für ein Truck ganz cool wäre? Das fragst du mich jetzt? Warte mal eben, ja, ich muss mal eben mal abstellen. Nee. Ich habe so eine perfekte Runde hier gemacht. Sammler von Unternehmen. Ich dachte, dies sollte schwer sein. Habe ich auch freigeschaltet. Leute, das war so cool. Und ihr habt es nicht gesehen. Alles nur plus gemacht. Ich bin gut. Wird es beim nächsten Versuch klappen, endlich zu dritt fahren zu können? Das seht ihr in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.